Ich bin Frank Hannig, ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger. Ich habe hier die Aktenbände immer mal rausgeholt von einem Fall, wo mutige Menschen eingegriffen haben, als ein offenbar geistig verwirrter Straftaten begangen hat. Das ist schon eine ganze Weile her. Das war nämlich in Arnsdorf. Diesen Fall habe ich verteidigt. Ja, in Arnsdorf haben beherzte Leute in einem Supermarkt eine Verkäuferin beschützt, indem sie einen offenbar geistig verwirrten Iraker festgenommen haben, festgehalten haben, gegen seine Gegenwehr ihn zu Boden gebracht haben, ihn festgebunden haben, auf die Polizei gewartet haben, haben ein Lob bekommen von der Polizei und anschließend einen Shitstorm im Internet. Rechte Bürgerwehr, ja, faschistische Gewalttat, Nazi-Mob, misshandelt armen Flüchtling. So war das in Arnsdorf vor wenigen Jahren. Ich setze den Link zu meinem YouTube-Video nochmal drunter. Und wie ist es gestern in Würzburg gewesen? Diese verdammte Doppelmoral zerreißt dieses Land. In Würzburg greift ein psychisch verwirrter Flüchtling, der hier im Übrigen schon abschiebepflichtig war, Menschen an, Verkäuferinnen, tötet drei davon, verletzt mehrere schwer und wird dann gestoppt von mutigen Eingreifern, richtig so, von Leuten mit Zivilcourage. Und gefeiert werden sie aber nur, weil es keine Deutschen sind. Und das ist das, was mich maßlos ankotzt. Ich habe in Arnsdorf das live erlebt. Die Leute, die in Arnsdorf eingegriffen haben, in dem mittlerweile schon zum Schlagwort, zum Hashtag gewordenen Arnsdorf, wo die SPD-Bürgermeisterin jammernd vor der Kamera stand, mit Tränen in den Augen, sie hält es gar nicht mehr aus in ihrem rechten Dorf und sie kann nicht mehr und sie muss in Ruhestand gehen. Verdammt, in diesem Arnsdorf ist nichts weiter passiert, als dass vier Männer in einem Supermarkt der Verkäuferin geholfen haben, die bedroht worden ist. Und genau das haben die Leute gemacht, die gestern in Würzburg den psychisch Kranken gestoppt haben, den Mörder, der mindestens drei Leute dort umgelegt hat. Und es geht mir auch nicht um die Frage psychisch krank und mir geht es auch nicht um die Frage Zuwanderung, sondern mir geht es um diese verdammte Doppelmoral in diesem Land. Wehe, 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 ein einheimischer Deutscher und noch dazu vielleicht aus Ostdeutschland wagt es, einen Zuwanderer, einen Einwanderer, einen Flüchtling, einen Asylbewerber, was auch immer, anzugreifen. Die können machen, was sie wollen. Die können in Dresden ein schwules Pärchen angreifen und abstechen, spielt keine Rolle. Wir wollen die Rechten nicht befeuern. Nein, nein, Vorsicht, unsere größte Gefahr ist die von rechts. Heute ist in Dresden schon wieder jemand abgestochen worden. In Afghanistan hat sein Mitbewohner abgestochen, gerade eben in Nachrichten gelesen. Um Gottes Willen, das wollen wir aber nicht kommentieren. Das könnte den Rechten Wasser auf die Mühlen geben. So ein verdammter Blödsinn. Ich habe die Schnauze so voll davon. Es ist ein Problem, das wir haben mit Messerstraftaten. Wir haben ein Problem wegen der unkontrollierten Zuwanderung. Natürlich ist das ein Problem. Wir haben Hinz und Kunz reingelassen. Natürlich sind da psychisch Kranke dabei. Traumatisierte Straftäter, Mörder, Vergewaltiger, Diebe und Räuber. Logisch, wir haben sie ja nicht kontrolliert. Wir haben ihnen ja keine Pässe abgenommen. Wir haben in unserer Gutmenschenart gesagt, ach, kommt alle zu uns mit offenen Händen. Wir kriegen es schon hin. Wir kriegen es schon, wir kriegen es nicht hin. Es hat unsere Gesellschaft zerrissen. Es hat unsere Gesellschaft geteilt in vermeintlich gut und vermeintlich böse. Es hat diese Gesellschaft kaputt gemacht. Diese Situation, diese rechtlich nicht haltbare Situation, die rechtsstaatswidrige Genehmigung von Zuwanderung auch aus sicheren Drittländern, hat dieses Land kaputt gemacht. Angela Merkel hat es als Bundeskanzlerin zu vertreten, sie hat es zu verantworten, sie interessiert es nicht mehr, sie nimmt ja auch nicht Stellung. Oder habt ihr schon irgendein großes Statement gehört zu den Taten in Würzburg oder heute in Dresden? Nein, sie sitzt es halt aus, es interessiert sie nicht. Es ist einfach so, es ist nun mal so geschehen. Wir brauchen halt Zuwanderung, wir brauchen multinationale Arbeitskräfte, wir brauchen unbeschränkte Migrations- und Remigrationswege, damit die Arbeitskräfte für die imperialistische Weltwirtschaft hin und her fliegen können. Und dass wir unser Land hier kaputt machen, das interessiert offiziell keinen mehr. Das muss aber ein Ende haben und das wird nur ein Ende haben, wenn wir es schaffen, diesen Bundestag neu zu besetzen. Wir müssen eine Politik der Vernunft wieder einbringen. Wir können nicht mehr so weitermachen. Nein, ein weiter so wird es und kann es nicht geben. Würzburg mahnt uns, Arnsdorf mahnt uns, Dresden heute mahnt uns. Es kann so nicht weitergehen. Wir müssen ehrlich und offen miteinander umgehen. Und wenn Leute einen psychisch kranken Zuwanderer stoppen, dann sind das Helden, die Zivilcourage beweisen. Und das spielt keine Rolle, ob es autochthone Deutsche sind oder ob es zugewanderte Kurden sind oder sonstige Leute. Es ist scheißegal. Eine Gesellschaft, die Mut hat, füreinander einzustehen, das ist die, die wir haben wollen. Keine Gesellschaft, die Angst hat, Wahrheiten auszusprechen.